Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ihr seht schon, es sieht ein bisschen anders aus bei mir. Ich habe eigentlich auch nur eine relativ kleine Sache, die ich im Vorfeld mal eben loswerden wollte. Ich habe nämlich in der letzten Folge schon, ja, so ein bisschen was durchsickern lassen, Hinweis, dass noch ein Update kommt, also dass sich noch was tut im Spiel. Dieses Update hat sich tatsächlich hinter meinem Rücken jetzt eingeschlichen und ich habe es jetzt gerade ganz schnell installiert, beziehungsweise der PC, als ich rausgegangen bin aus dem Spiel. Und zwar, das Update, was heute rausgekommen ist, hat so einiges dabei. Es hat wirklich vieles in sich. Und zwar gibt es ein neues jährliches Dorffest in Waldheim. Wir haben ja noch nicht so wirklich ein Fest in Waldheim erlebt, außer so diese eine Sequenz, aber das ist jetzt kein richtiges Fest gewesen, wo wir dann auf diese, ja, ich sag mal, wilde Tiere, Zähmerinnen oder wie auch immer da getroffen sind. Dann ist das Trüffelschwein eingeführt worden, samt drei neuer Rezepte. Und das war das, worauf ich mich bezogen hatte mit meiner Anspielung. Ein Story-Mode ist eingefügt worden für Kampfmuffel wie mich. Schönen Gruß an den Entwickler, vielen Dank dafür. Der Kämpfe in den Höhlen noch leichter macht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ausprobieren, ob wir eventuell tatsächlich dieses Ding, dieses Portal da kaputt machen können. Wobei in der nächsten Folge heißt für euch jetzt in dieser Folge, ich nehme das jetzt nur im Endeffekt hinter der Folge auf, die ihr jetzt beim letzten Mal gesehen habt. Also mein Vergangenheits-Ich wird gleich zu meinem Zukunfts-Ich vom jetzigen Standpunkt aus gesehen. Naja, egal, es ist etwas kompliziert mit den Zeitreisen. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, die Tageslänge zu variieren. Das werden wir uns auf jeden Fall auch mal eben kurz anschauen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, wenn ich dann starte. Und es gibt eine neue Pflanze, die Honigmelone. Dazu dann die üblichen Verbesserungen, die immer wieder sind. Also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, dass das einer, ich will jetzt nicht sagen, der wenigen Spiele ist. Das gibt es natürlich auch bei vielen anderen Spielen noch. Aber im Vergleich zu so, ja, teils langweiligen AAA-Spielen ist es natürlich hier so, dass sehr, sehr viele Verbesserungen beziehungsweise auch natürlich den einen oder anderen Bug, den man dann beseitigen muss, immer wieder gemacht werden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Auch wenn ihr irgendetwas, wenn ihr selber spielt und irgendetwas entdeckt, einfach kurz einen Kommentar irgendwo reinschreiben, vielleicht hier unter dem letzten Update oder so beispielsweise. Und dann wird sich da auf jeden Fall drum gekümmert. Ja, um das Ganze dann einzustellen, gehe ich jetzt mal eben hier rein und ihr seht schon, oh, das ist aber glaube ich auch neu, dass man, oder? War das vorher schon drin? Ich habe ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet, ob man die einzelnen Sachen einstellen kann. Auf jeden Fall steht hier unten Kämpfe, Story leicht, normal und schwer. Da stellen wir dann mal auf Story um. Und die Tageslänge können wir jetzt von normal auf lang umstellen. Wie eben schon erwähnt, das ist dann etwa doppelt so lang. Und ja, dann gehen wir mal hier raus und gehen mal auf Weiterspielen. So, dann schauen wir mal, weil ich habe nämlich für heute etwas. Naja, für euch vielleicht Tolles, für mich nicht ganz so Tolles geplant. Oh, ich muss noch mal, ich weiß gar nicht, wo ich es reingelegt habe. Ich glaube, hier in die Kiste. Ich muss noch mal eben reingehen und dann feststellen, dass ich es gar nicht in diese Kiste gelegt habe, sondern in irgendeine andere Kiste gelegt habe. Ah, da schauen wir mal eben, wo. Genau, wir haben einen, beziehungsweise vier Lichtzauber. Die wollte ich ja schon die ganze Zeit mitnehmen. Jetzt können wir, wie ihr gerade gesehen habt, wenn wir hier einmal draufklicken. Ach, ich hatte schon 20 im Inventar. Okay, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich lege jetzt mal eben die vier daneben, damit man es sieht. Also das sind die vier, die ich jetzt gerade neu hatte und ich hatte schon 20 im Inventar. Offenbar habe ich mir dir schon welche reingelegt. Ich kann mich vage daran erinnern, dass wir, glaube ich, danach noch mal welche geholt hatten. Ich bin mir nicht sicher.
Aber wie ihr seht, das ist ein sehr, sehr großes Inventar, wo ihr eure Zauber reinlegen könnt. Aber nur die Zauber. Das haben wir ja hier schon mal festgestellt, dass wir hier links draufklicken können auf Zauber. Das ist dieses Inventar. Oder auf Rucksack. Das ist dieses verkümmerte kleine Inventar, weil wir uns einfach keinen vernünftigen Rucksack leisten können. Ja, es ist traurig. Es ist sehr, sehr traurig, aber da müssen wir jetzt durch. Ich sehe auch gerade, theoretischerweise könnten wir trotzdem noch was zu essen machen, weil es wäre nicht ganz unwichtig, Essen mitzunehmen für das, was ich vorhabe. Oder auch praktisch können wir es nicht machen. Doch, wir können aber Bratkartoffeln mit Ei noch machen. Mache ich dann mal eben so viele von, wie wir können. So, dann schaue ich mal in. 2500 war das und 3500. Gut, bringt nicht so viel wie das andere, aber ist nicht schlimm. Wir machen dann mal eben hier die Ernteleiter nach oben. Ach genau, und die zwei Sachen, die wollte ich auch noch eben verkaufen. Gut, dass ich mir das noch ins Inventar reingetan habe. Schlecht, dass ich jetzt eigentlich was anderes vorgehabt habe, aber dann werden wir das... Können wir das schon ernten? Oder ist das noch zu jung? Ist noch zu jung. Die dann auch, ne? Ja, das ist auch noch zu jung. Hier, das müsste... Ja, das Urkorn müsste eigentlich... Ne, ist auch noch zu jung. Schade, schade, schade. Aber eine Zwiebel können wir noch mitnehmen. Das ist gut. Den Baum sollten wir eigentlich umpflanzen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe natürlich noch keine Schaufel. Da müsste ich, in der Hoffnung, dass ich daran denke... Ach, das ist wieder die, wo das nicht geht, ne? Ja, ich sollte es vielleicht mal in eine andere Kiste tun. Wobei ich den Tipp bekommen habe, dass... Nee, Moment, das ist aber doch eigentlich... Ach nee, ich hatte vorher keine Zwiebeln mehr drin. Das war die rechte Truhe, ne? Genau, hier links habe ich andere Sachen drin. Dann hatte ich keine Zwiebeln mehr drin. Dann machen wir das so. Dann ist es klar, dass es nicht eingeräumt werden kann. Bevor wir rübergehen, können wir uns noch ein oder zwei Eier schnappen? Oh ja. Wir können sogar mehr schnappen. 2, 3, 4, 5, 6. Fragezeichen, Fragezeichen. Die können wir rufen. Müssen wir auch mal, aber ich muss halt noch warten, bis das angekommen, also bis die erntebar sind. 7, 8. 8 Eier haben wir jetzt holen können. Ich hoffe, ich habe jetzt keins übersehen. Das ist bei dem Untergrund immer so ein bisschen blöd. Ich muss den noch mal ein bisschen frei machen hier. Ja, sehr, sehr geil. Dann tun wir die auch auf jeden Fall da rein. Hallo, meine Süße. Was ist mit dir? Es war zu schnell weg. Aber ich glaube, die muss nicht gefüttert werden, oder? Reicht, wenn wir die beim nächsten Mal füttern. Ich hoffe es zumindest. So, dann gehen wir mal eben ganz schnell, wir haben Freitag. Gehen wir mal eben ganz schnell in die Stadt. Die müssten ja jetzt theoretisch geöffnet haben. Wir haben jetzt schon 8 Uhr durch. Ich habe gar nicht so viel Leben, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich meine, wir haben jetzt auf den Story-Mode umgeschaltet. Also mal schauen. Ich habe nämlich ja ein oder zwei Sachen vor, je nachdem, wie lange das dauert. Weil ich will jetzt nicht zu lange überziehen, weil ich ja noch die Einleitung mit drin hatte. Wo würde ich jetzt mehr Geld dafür kriegen? Oder wer würde das überhaupt ankaufen? Ich würde jetzt normalerweise sagen, wenn wir das beim Schmied abgeben, müsste, ja, oder halt, wo, ja, Moment, ja doch, ich laufe noch richtig. Dann müsste ich eigentlich den höchsten Betrag dafür bekommen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch machen. Oder er wird es gar nicht annehmen, weil er es gar nicht verkaufen will. Mit einer besseren Axt oder Spitzhacke kannst du auch härteres Holz bzw. Stein bearbeiten. Nein! Ehrlich? Aber er hat noch nicht auf, oder? Geh mir aus dem Weg hier! Ab 12 Uhr wollt ihr mich veräppeln, dann habe ich doch gar keine Zeit mehr in die Höhle zu gehen nachher. Ja. Ach Leute, warum habt ihr keine Lust zu arbeiten? Ich meine, ich bin auch mal früh morgens wach. Ja, guten Tag, wer bist du nochmal? Achso, Brietta, okay. Nee, sie braucht aber keine Axt, sie brauchte eine Hacke, das war's. Ja, okay, das war's. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich ihr jetzt die...
geben können. Aber irgendwas war da, das hatte ich noch im Hinterkopf, das im Weg stand quasi. Oder es nicht ging. Jetzt muss ich nochmal schauen. Die Sache auf dem Marktplatz, die können wir ja leider nicht machen. Tiffany's Café, Monas Laden. Die Frage ist, ob Mona sowas ankaufen würde. Der Schreiner würde vielleicht noch eher sowas ankaufen. Ich meine, für mich ist halt eine Axt etwas vom Schreiner. Wobei der Schreiner natürlich streng genommen nur den Griff macht. Und ja, dieses, wie nennt sich das? Nee, Schelte ist was anderes. Also dieses, womit man schlägt im Endeffekt, was dann bei uns jetzt aus was ist denn das jetzt? Aus Eisen, ne? Ja, aus Eisen ist. Ach, der wieder mit seinem Holz. Ja, ja, okay. Das wird natürlich dann nicht beim Schreiner gemacht. Das wird dann entsprechend beim Schmied gemacht. Ach, sie hat auch schon wieder... Nee, das ist sein. Ich bin eins... Ja, ja. Schreinerei. Aber auch ab 12. Super. Ach, Leute. Dann gehen wir mal beim Monas Laden gucken. Aber ich glaube nicht, dass die das jetzt verkaufen, ankaufen würde. Aber wir müssen dann eh nochmal nach oben. Also... Einfach mal testen, ob sie es ankaufen würde oder nicht. Oh doch, 1350. Hm, 1350 Mona. Dann gucken wir doch mal eben. Jetzt hat mich aber auch die Gier so ein bisschen gepackt, bin ich ganz ehrlich. Jetzt vergleichen wir das Ganze dann doch mal ein bisschen. Wir gehen jetzt noch mal eben nach unten zum Schreiner, weil der jetzt einfach näher ist. Gucken, ob der das überhaupt ankauft und gucken, wie viel er uns dafür geben würde. Achso, das ist der Kleine. So, er ist jetzt wahrscheinlich genau erst nebenan. Komm, wir haben gleich 12 Uhr. Beweg dich schon mal rüber. Ich habe noch einiges zu tun heute. Jetzt habe ich wohl nicht drauf geachtet, ob ich schon wieder schnell müde werde. Ah, was hat die jetzt gesagt beim Aufwachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Shit. Komm, wir haben so gut wie 12. Ich möchte handeln. Der will nur nicht kommen, weil er mir dann Geld geben muss, sollte ich das hier verkaufen. Deswegen hat er keine Lust, also hier hinzukommen. Ja, ja. Das merke ich mir auf jeden Fall. 1350. Dann schauen wir auf jeden Fall mal, ob die Preise gleich sind und wenn ja, na gut, dann verkaufen wir es halt beim letzten, wo wir es verkauft bekommen. Und natürlich, ob er es überhaupt ankaufen würde. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt innerlich schon ein bisschen gewundert, dass Mona überhaupt ankauft. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber bei Mona müsste ich normalerweise auch ein paar Herzen haben. Bei ihm habe ich keine Herzen, ne? Das heißt... Auch im Ankauf, meine ich, sind die dann etwas besser von den Preisen her. Nee, er würde es zum Beispiel gar nicht kaufen. Weil er ein Schreiner ist und seine Sachen selber herstellt, nehme ich mal an. Gut, dann gehe ich zwar mal stark davon aus, dass der Schmied es auch nicht ankaufen wird. Aber wir gucken trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal eben ganz schnell hier oben. Und dann denke ich, dass wir dann zu Mona gehen werden, das Ganze verkaufen werden. Die ist ja hoffentlich noch einen kurzen Moment da. Ich sage, die haben ja alle keine Lust zu arbeiten. Die haben ja so kurze Öffnungszeiten. Bin ich denn hier? Ich muss nur eins höher, ne? Wir müssen uns dann auch mal einen Hund holen. Und wenn der nur in... Ach, Moment. Ich habe doch einen Käfig dabei, ne? Darf ich das in der Stadt? Darf ich mir da die Katzen rausfischen? Nee, das ist jetzt... Oh, hatte ich nicht gerade eine Katze? Ich habe gerade echt gedacht, ich hätte hier eine Katze laufen sehen. Na gut, es war eine Maus. Okay, Entschuldigung. Was ist mit dir? Redest du noch mit mir? Du redest mit mir, aber du hast mir nichts zu sagen. Also zumindest nichts Neues. Okay, schauen wir mal. Ich prognostiziere, er kauft es nicht an. Nein, er kauft es natürlich nie an. Na gut. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Also ihr habt mich schon enttäuscht, weil ihr mir keine anderen Preise bieten wolltet. Aber ihr habt mich insofern nicht enttäuscht, weil ihr genauso reagiert habt, wie ich mir das schon gedacht habe. Von daher, ja, werde ich das auf jeden Fall bei Mona verkaufen. Dann kriegen wir zumindest wieder ein bisschen Geld. Das ist schon mal sehr gut. Konnte ich die Maus mit einer Katze verwechseln? Ich weiß.
das nicht. Ich meine, die sieht ja nun mal komplett anders aus. Was mit dir? Du hast mir auch wieder nichts zu sagen. Irgendwie hat mir hier keiner was zu sagen. Ich weiß auch nicht warum. Entweder bin ich in der Sympathie so niedrig bei denen. Hallo, ich bin Gameplayerin. Ja, mit dir habe ich aber schon gesprochen. Man nennt mich Jan und ich baue Musikinstrumente für die Menschen hier in Waldheim. Wissen wir doch. Gelegentlich spiele ich auch auf ihnen, wenn ich Zeit dafür finde. Wenn du mal ein Klavier oder eine Gitarre brauchst, komm einfach in meinen Laden. Ich habe jedes Wochenende geöffnet. Okay, mach's gut. Warum er mir das jetzt nochmal sagen wollte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er so ein löchriges Gehirn wie ich auch. Na, jetzt hier richtig doch das Mona, ne? Das ist Mona. Okay, sie kauft die Sachen ab. Dann kriegst du das auch. Ich muss nur gucken, dass ich aufs Richtige klicke und nichts Falsches auf einmal verkaufe. So, dann gehen wir mal schnell wieder zurück. Das mit den Katzen mache ich später. Allerdings werde ich mal gucken, dass ich das hier unten drin lasse, damit ich es nicht vergesse. Was zur Hölle? Hä? Flog hier gerade eine Fledermaus rum? Mit dir ist auch alles okay? Ja? Ist mit dir alles okay? Scheint so. Keine Ahnung. Zwar, ach so, Moment, ich konnte doch dahin porten, oder? Da war doch auch ein Steinkreis. Der war. Oder war der noch nicht aktiv? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber wenn ich jetzt da runterlaufe, ist das fast die gleiche Zeit, wie wenn ich jetzt da hochlaufe, oder? Also ein bisschen kürzer vielleicht. Wir haben den Steinkreis drüben. Naja, ich glaube, ich hätte lieber runterlaufen sollen, oder? Naja, jetzt bin ich eh schon die Hälfte der Strecke knapp gelaufen. Okay, jetzt nicht ganz so viel. Ein bisschen muss ich noch laufen. Wobei, den Schlüssel habe ich ja dabei, ne? Den Schlüssel habe ich dabei. Gehe ich von aus. Ich sage das so schön, obwohl ich gar nicht nachgeguckt habe. Dann würde ich sagen, mit dem Schlüssel konnte ich die Tür zum Monsterportal öffnen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich meine, alle anderen Türen hatten wir geöffnet. Ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr so im Kopf. Deswegen probieren wir das einfach mal aus. Ich probiere auch mal eben aus. Ja, doch, ich hätte da hingekonnt. Ja. Egal. Jetzt sind wir ja hier oben schon rumgelaufen. Ach so, ich muss unten rum. Da ist es jetzt nicht so dramatisch. Da wir sowieso, also wenn wir jetzt nicht einschlafen, heißt das, ne? Das wäre jetzt wirklich dramatisch. So, hier können wir, glaube ich, auch noch was einsammeln, wenn wir hier draußen sind, ne? Dann würde ich gerne. Kann ich das? Ne, aus dem Inventar raus kann ich es nicht machen. Ne? Muss ich hier unten reintun. Wieso habe ich nur drei? Ach so, weil ich ja so viel. Ja, stimmt ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das hält. Und da muss ich aber den Rucksack machen. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hält. Ich werde aber trotzdem. Oh Mann. Ich werde aber trotzdem versuchen, alles zu machen. So. Oh, ich habe nur keine Ahnung mehr, wie ich jetzt da überhaupt hinkomme. Ah. Okay. Lassen wir den erstmal. Ich hasse sie wirklich, ne? Oh, sehr geil. Sehr geil. Die Fledermäuse sind. Ach, das war dieser Raub. Nein, die ist auch gar nicht fertig. Mach die scheiß Fledermaus endlich fertig. Boah. hier war es nicht. Ich würde sagen, die Sachen einsammeln, das machen wir wirklich erst, wenn wir alles durch haben. Ich meine auch, das wäre hier oben rechts irgendwo gewesen. Ah, hier ist noch ein Raum, ne? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach, ja. Ist in Ordnung. Moment, ich will erstmal den Schlüssel. Hau ab hier, ich muss. Hallo. So. Okay. Ich musste nämlich vorher noch was essen.
So, kann ich den Schlüssel jetzt hier benutzen? Habe ich den gerade benutzt? Ja, ne? Oh, verdammt. Oh. Boah, dauert das lange. Nein, wo kommst du her? Geh kaputt, los. Oder geh woanders hin von mir aus. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Ah! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Portal zerstöre! Zerstöre ein Portal! Ich kann gerade nicht überall hingucken. Wieso ist mein Lichtzauber dadurch jetzt weggegangen? Oder war die Zeit alle? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, wir haben unser erstes Portal zerstört. Was bin ich glücklich. Aber ich glaube nicht, dass das andere so einfach sein wird. Ich schätze mal, dass das wirklich schwieriger sein wird, das nächste. Oh nein, ich habe kein... Nein, komm. Ach Mann. Das ist jetzt irgendwas... Na gut, das Holz, das könnte ich theoretisch auch draußen holen, oder? Jetzt wird die wieder müde. Das ist nicht dein Ernst. Kalkstein, Eisenerz war das. Ah, gut. Dann machen wir das raus. Weil das, da haben wir ja nicht so viel von. Dann können wir jetzt endlich mal die Höhle so weit erkunden. Sind die anderen dann auch weg? Muss man die nicht mehr töten hier? Weil hier sind doch sonst noch welche rum. Oder kam der Zombie eben von unten rein? Also von hier unten irgendwo und nicht von... nein, die sind doch nicht weg. Ah! Aber gegen einzelne Zombies habe ich jetzt nicht so die Panik. Ich habe mich nur gerade erschrocken, dass er jetzt vor mir gestanden hat. Okay. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges einzusammeln. Dann gucken wir mal eben, ob wir hier noch ein bisschen was frei machen können. Jetzt können wir den Lichtzauber nicht anwenden, ne? Weil ich jetzt keinen Platz im Inventar habe. Haha. Sehr schön. Na gut, ich würde sagen, können wir von hier aus, glaube ich, nicht machen, ne? Ah doch, das können wir von hier aus auch. Ich würde sagen, weil die jetzt ungünstigerweise müde ist, dass wir hier die Sachen mal eben wegtun. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wo ich die Sachen drin habe oder ob ich die überhaupt drin habe. Deswegen erstmal Stapel auffüllen. Ach, das ist eine andere Farbe. Lila Monsterhaut. Okay. Jetzt höre ich ja schon wieder Monster. Das hört sich an wie so eine Fledermaus. Also es tut mir leid. Ich weiß nicht, was es ist. Ich vermute, das kommt irgendwie vom Eichhörnchen, aber es hört sich irgendwie an wie die Fledermaus. Gut. Das heißt, ich brauche erstmal kein Essen. Das tue ich dann erstmal hier oben hin. Das bleibt alles soweit drin. Das nehme ich auch mal mit, weil wir mal gucken werden wegen Tieren. Dass wir da mal eine Katze und einen Hund einfangen werden. Und ja, eigentlich wollte ich... Ja gut, wir haben jetzt 22 Uhr. Eigentlich wollte ich dann auch noch mal zu Nial gehen. Aber das hat sich dann damit erledigt, da wir jetzt eh müde sind. Und ja, das können wir vergessen. Wenn sie müde ist, sie ist irgendwie so schnell müde. Ich weiß auch nicht. Der Tag ist wieder so schnell vergangen. Ich hoffe, mit den Einstellungen ist alles klar gegangen. Ich gehe noch mal eben ganz kurz, am besten hier drüber mal, in die Optionen rein und guck noch mal... Oha. Hä? Wieso stand der Kampf auf normal? Ich hatte aber das Gefühl, dass der leichter war. Ich stelle ihn jetzt mal wieder zurück auf Story. Und den Tag wollte ich ja doppelt so lange haben. Anscheinend hat er das jetzt nicht angenommen bei den normalen Einstellungen. Ich vermute, dass er sich da jetzt ein bisschen verschluckt hat, weil er danach dann ja nochmal einen Spielstand geladen hat. Umso stolzer bin ich jetzt allerdings auf mich, dass das so gut geklappt hat. Weil normalerweise spiele ich ja auf leicht und er hat es jetzt auf normal umgestellt. Keine Ahnung warum. Ja, dann freue ich mich doppelt darauf, auf den Rest, auf die restlichen Höhlen.
Weil wir das dann mal mit Story tatsächlich ausprobieren können. Und wie gesagt, Tageslänge, ich habe mich schon gewundert, warum es nicht, also warum es trotzdem so schnell jetzt wieder, oder muss ich hier irgendwas noch machen, damit der das annimmt? Ich gehe jetzt nochmal raus und gehe nochmal auf Einstellungen. Nee, da hat er es jetzt aber behalten. Okay. Ja gut. Nichtsdestotrotz werde ich hier auf jeden Fall einen kleinen Cut machen, damit das nicht zu lange wird, auch mit dem, was ich am Anfang dann noch gesagt habe. Und ja, es klingt irgendwie doof, aber in mir ist irgendwie gerade so ein bisschen, so als mein Bewusstsein im Spiel sich erhöht hat, kann man sagen, hat sich irgendwas in mir auch gerade erhöht und erhellt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil ich habe sogar auf normal geschafft. Wo ich nie gedacht hätte, dass ich es schaffe, nebenbei bemerkt. Das war krass. Aber es war geil. Umso geiler wird das ganz sicher jetzt noch werden, ja, auf den Story-Mode. Wir probieren mal aus, weil ich denke mal, die anderen Verliese, die noch kommen werden, hier in Waldheim, die wir schon gefunden haben im Endeffekt, dass die schwieriger sein werden. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt mal austesten und ich bin mega happy, dass wir das erste geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!